Hallo liebe YouTuber, hallo liebe Nosy Rosies. Ja, mein unendlichst tausendster Anlauf, dieses Video irgendwie mal zu machen. Ja, ich muss mich dafür entschuldigen, dass ich es nicht pünktlich geschafft habe, am Samstag zum Thema wichtige Lesben aus der Vergangenheit das Video reinzustellen, geschweige denn irgendwie zu machen. Denn drei wichtige Personen aus meinem Leben sind gerade dabei, eventuell eben auch in die Stadt, in der ich im Moment wohne, zu ziehen. Und da wollte ich es natürlich oder konnte ich es nicht bleiben lassen, zu helfen, ein bisschen zu entrümpeln und so, damit die natürlich auch schnell hier bei mir sind in meiner Stadt. Ich hoffe, ihr verzeiht mir also. Außerdem sind meine Freundin und ich ständig hier am Wohnung neu gestalten, ein bisschen renovieren und so, damit wir uns auch immer mehr nach zu Hause fühlen. Außerdem gibt es, denke ich, noch ein paar Videos später. Aber ich möchte mich jetzt wirklich mal ganz gezielt darauf konzentrieren, euch diese nette Frau vorzustellen. Und zwar ist das die Chantal Ackermann. Allerdings schreibt man die nur mit einem N. Also nicht so wie den Mann. Chantal Ackermann wurde am 6.06.1950 in Brüssel geboren. Als Tochter polnisch-jüdischer Immigranten. Also ich denke, das war bestimmt auch nicht einfach für sie. Ja, in ihrer Kindheit oder in ihrer Jugend, als sie sich dann sozusagen auch durch ihre Arbeit, zu der ich gleich noch kommen werde, outen musste oder geoutet hat. Denn ich denke, ja, die jüdische Gemeinschaft ist natürlich auch nicht so ganz homosexuell freundlich, denke ich mal. Es kam jetzt auch ein Film raus neulich, der in den kommunalen Kinos lief. Wenn ich den Link oder den Namen des Filmes mal finden sollte, poste ich euch den auch unten in der Beschreibung. Der ging auch, glaube ich, um zwei jüdische Männer, die sich halt verliebt haben und die sehr religiös waren und ja, also lohnt sich bestimmt da auch mal reinzuschauen. Das war im Rahmen der schwul-lesbischen Filmwochen. Ja, bei uns in unserer Stadt lief der auf jeden Fall. Die Chantal Ackermann ist nämlich Filmemacherin. Also zuerst wollte sie Schriftstellerin werden und hat dann aber nach einem Jahr auf der Filmschule in Brüssel gemerkt, dass es doch toll, also total ihr Ding ist und dass sie doch das eher machen möchte. Und ja, ich fühle mich von daher auch so in ihrem Werdegang und ihrer Charakterisierung, ihrer Persönlichkeit und ihrem Beruf natürlich irgendwie sehr verbunden mit ihr, weil ich einfach auch ganz gerne Filme schneide. Also ich habe vielleicht nicht immer so ganz die kreativsten Ideen für Filme, muss ich ehrlich gestehen. Aber ich habe oft die kreativen Ideen dann, wie ich das gerne umsetzen möchte, wie ich es gerne schneiden möchte, welche Effekte und so weiter und so fort. Und wenn denn dann mal die Technik funktionieren würde und ich mir das alles so leisten könnte, würde ich da natürlich auch mehr machen und mehr vorankommen und vielleicht eventuell sowas auch nochmal als Ausbildung machen oder als Studium. Aber das liegt alles noch in den Sternen. Ja, nur dazu so, warum ich sie mir ausgesucht habe. Aus dem einen Grund natürlich, dass ich mich irgendwie mit ihr identifizieren kann, dass ich mich ihr sehr nahe fühle irgendwie. Und auf der anderen Seite auch, weil ich denke, dass das Medium Film einfach sehr gut ist, um Leuten etwas zu vermitteln,
ohne sich persönlich sozusagen dafür ins Rampenlicht stellen zu müssen. Also ich meine, wir bei The Nosy Rosie machen das natürlich so, dass wir ganz offen, wir persönlich uns im Medium Film präsentieren und unsere Meinung sagen. Aber ich denke, für Leute, die einfach bestimmte Sachen im Kopf haben und es anders rüberbringen wollen, nicht mit sich selber, sondern durch andere Menschen, durch Figuren und so weiter und so fort, ist es, denke ich, ein ganz gutes Medium, um sich mitzuteilen, um, ja, jeder kennt es. Es gibt einfach Filme, da denkt man, boah, da habe ich mich so wieder erkannt oder bestimmte Situationen im Leben erkannt. Und der Film hat mich jetzt so bewegt und der hat im Grunde genommen einen Teil meines Lebens ausgemacht und ja, einfach diese Faszination Film, denke ich. Und gerade in der lesbischen Welt ist es doch immer wieder ein Thema, also gerade bei L-Word. Wie viele Lesben haben sich von L-Word auch inspirieren lassen zu bestimmten Sachen oder haben Mut geschöpft aus bestimmten Charakteren und Handlungen, die da drin vorkamen. Also mir ging es zumindest so, auch wenn ich immer gemerkt habe, oh Gott, ja, klar, wenn ich die Kohle hätte, die die da im Film total unrealistisch alle zum Fenster rauswerfen könnten, würde ich wahrscheinlich auch dies und jenes machen können, mir keine Sorgen mehr machen müssen und bladibla. Aber trotzdem habe ich versucht, Kleinigkeiten aus Filmen oder so Serien für mich herauszuziehen, zu filtern und in mein Leben mit einzubauen. Und ich denke deswegen, ja, ihr merkt schon, ich brenne fürs Filmemachen und muss jetzt wieder mal zur lieben Chantal überwechseln. Nachdem sie eben sich dafür entschieden hat, Filme zu machen, ist ihr erster Film dann auch entstanden, und zwar in Paris, und der hieß Blow Up My Town. Es war ein Kurzfilm. Und ja, wie wurde Chantal Ackermann beschrieben von den anderen? Sie wurde als sehr impulsiv, anspruchsvoll, aber eben auch provokativ erlebt. Und ich denke, das ist eine ganz flotte Mischung. Also ich denke, eben als Filmemacher soll man ja provokativ sein. Man will ja mit seinen Filmen was bewegen. Und auch wenn es manchmal abschreckend ist oder ja, provokant ist, gerade das sind die Filme, die am meisten einfach etwas bewegen können. Ja, dann so die meisten Themen, die sie benutzt hat, war zum Beispiel in ihren Filmen die Einsamkeit, Isolation und Kommunikation zwischen Mutter und der erwachsenen Tochter, Antworten oder Nicht-Antworten auf die Frage nach der Bedeutung des Lebens, aber auch in späteren Filmen eben nach der Bedeutung der Natur, der Liebe. Also sprich, sie war, so wie ich das jetzt empfinde, wenn ich das durchlese, einfach sehr in sich gekehrt, wusste aber auf der anderen Seite ganz genau, welche Themen sie sich auswählt. Hat auch, finde ich, gerade das, was wir als Lesben ja oft erleben, so diese Isolation, die Einsamkeit, die man oft dann hat, wenn man ans Outing denkt oder an bestimmte Probleme, die dann mit der Familie hochkommen oder auch mit sich selber als Person. Ich denke, das sind ganz gute Themen, die einfach auch in die Lesbenwelt oder auch allgemein in die Frauenwelt gut passen. Und auch gerade diese Kommunikation zwischen Mutter und erwachsener Tochter. Ich denke, da werde ich zum Beispiel für mich jetzt auch mal selber noch was sagen zu dem dieswöchigen Thema, was ja lautet, wie wir in unserer Kindheit so waren. Das ist auch bestimmt ganz interessant. Also finde ich auch gut, dass sie dieses Thema auch so aufgearbeitet hat. Und dann natürlich die Liebe, was macht die Liebe aus? Woher kommt Liebe? Was ist denn überhaupt, was sind die Bestandteile der Liebe und so? Genau, dass sie sich diesen Themen gewidmet hat, das spricht mich schon sehr an. Auch das Leben an sich.
was hat es für eine Bedeutung und ja, wie gehen wir damit um und ja, heutzutage bricht sie komplett aus diesem Themenkreis aus, was ganz interessant ist und schreibt mittlerweile oder hat jetzt eben leichte Komödien auch gedreht. Und ich denke, das spricht dann auch nochmal für so eine innere Umwandlung in ihr selber. Also ich denke, vielleicht hat sie viele Sachen jetzt einfach gelernt, mit Leichtigkeit ein bisschen zu sehen, auch ihr lesbisches Dasein einfach entspannter anzugehen. Und ich denke, ja, nach all den Krisen, nach all den schweren Gedankengängen, dass sie sich jetzt da so Komödien hingibt, finde ich eigentlich ganz nett. Doch, gefällt mir gut, dass sie da so nochmal einen Bruch gemacht hat und was ganz anderes gemacht hat. Außerdem lehrt sie heute an der Harvard University. Und obwohl sie eben Lesbe ist und sich in ihren Filmen auch eben überwiegend auf die Sexualität und den Feminismus konzentriert und sich also und auch mit beiden identifiziert werden will. Also das ist einfach ein Teil von ihr, das drückt sie auch so ganz deutlich aus. Will sie zum Beispiel aber nicht, dass ihre Filme auf lesbisch und schwulen Filmfestivals gezeigt wird, weil sie halt Angst hat, dass es dann zu so einer Ghettoisierung führt. Also sprich, die Schwulen und Lesben bleiben in dieser Ecke und die Homos und so bleiben in dieser Ecke, sondern dass sie wirklich auch mit diesen Filmen auch an die Hetero-Welt geht und sagt, hört mal zu, guck mal, so und so sind die Problematiken in unserer Gesellschaft, in unserer Szene. Und das finde ich, denke ich, ganz wichtig. Also da war sie auch, denke ich, gesellschaftskritisch und hat auch gesagt, hört mal zu, nö, ich mache zwar lesbische Filme oder Filme, die sich damit mit Feminismus und Lesbentum irgendwie beschäftigen, aber ich zeige die nicht auf euren Festivals, weil ich nämlich, ihr wisst, wie das alles ist und andere Leute wissen nicht, wie es ist und die will ich ja erreichen. Da will ich ja für Aufklärung sorgen. Und das finde ich gar nicht so schlecht. Ja, leider habe ich persönlich keinen der Filme so bewusst gesehen. Also ich wüsste jetzt nicht, vielleicht kann es sein, dass ich mal einen gesehen habe, aber ich jetzt nicht weiß, dass der speziell von der Chantal Ackermann gemacht worden ist. Wenn ich irgendwelche Filme dazu finden sollte oder Links, dann poste ich das natürlich auch unten in die Beschreibung rein. Also ja. Guckt einfach früher oder später einfach noch mal rein. So viel zu diesem Thema. Ich möchte mich auch noch mal mit diesem Bild an alle Filmemacherinnen wenden und an alle Lesben. Und ich denke, die Frau hat mit ihren Filmen sicherlich auch viel in den Köpfen bewegt. Chantal Ackermann. Damit bin ich raus und gebe ab sozusagen zum nächsten Thema. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.